Liebe Schwestern und Brüder, für diesen Adventsimpuls möchte ich Sie mitnehmen in die Kapelle des Speyerer Bischofshauses. Sie ist in besonderer Weise dem Gedenken an die heilige Edith Stein gewidmet. Von 1923 bis 1932 hat sie in unserer Diözese gelebt und als Lehrerin an den Schulen des Speyerer Dominikanerinnenklosters St. Magdalena gearbeitet. In wenigen Wochen, am 1. Januar, jährt sich zum 100. Mal ihre Taufe im pfälzischen Bad Bergzabern und am 2. Februar ihre Firmung, die sie hier in dieser Kapelle auf diesem Betschemel empfangen hat. Den 15 Kreuzwegstationen an den Wänden der Kapelle sind Lebensstationen und Zitate von Edith Stein zugeordnet. Damit soll sichtbar werden, wie sehr sich in ihrem spirituellen und realen Lebens- und Leidensweg der Weg Jesu hin zum Kreuz widerspiegelt. Zugleich laden die auf Augenhöhe und vor blauen Glasstreifen angebrachten 15 Bilder ein, auch unser eigenes Leben im Licht des Kreuzweges Jesu und des Lebens der heiligen Edith Stein tiefer zu betrachten. Auf der Tafel der dritten Station steht ein Zitat von ihr, das nicht nur in die Passionszeit, sondern ebenso gut in den Advent passt. Je dunkler es hier um uns wird, desto mehr müssen wir unser Herz öffnen für das Licht von oben. Der Advent ist die Zeit, in der die Tage immer kürzer werden, bis uns an Weihnachten die längste Nacht umfängt. Wenn es kalt und finster wird, gehen wir Menschen ja eher dazu über, uns einzuigeln, äußerlich und innerlich. Wir bleiben lieber zu Hause, ziehen uns die Decke über den Kopf und hoffen, dass es bald wieder hell wird. Edith Stein ermutigt uns zu etwas anderem, nicht zum Rückzug ins eigene, zum passiv resignierten Abwarten, sondern dazu, dass wir uns bewusst öffnen, dass wir uns aufrichten, unser Haupt erheben, nach oben, trotz aller Dunkelheit, hin zu dem, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, muss nicht länger im Dunkeln umhergehen, sondern hat das Licht des Lebens. Das Hereinbrechen des göttlichen Lichtes, des Lichtes von oben in unsere Welt feiern wir in wenigen Tagen aufs Neue. Seit Jesu Menschwerdung gibt es keinen Ort mehr auf der Welt, der nicht vom Glanz der Krippe erleuchtet ist. Über jeden von uns erstrahlt auch heute der Stern von Bethlehem, um uns den Weg zu weisen hin zu dem, der alles Finstere in uns hell macht, der unseren aufgescheuchten Seelen Heilung und Frieden schenkt. Im Vertrauen darauf konnte Edith Stein den Kreuzweg Jesu bis in die letzte Konsequenz mitgehen. Bis in die einsame Verlassenheit des Kreuzes, in die Hölle des Konzentrationslagers Auschwitz, weil sie zutiefst davon überzeugt war, dass sie, wie sie einmal sagte, auch im Dunkel wohlgeborgen ist. So wünsche ich Ihnen, dass auch Sie sich in diesen Tagen des Advents aufs Neue dem Licht von oben öffnen können, dass Christus, das Licht der Welt, auch die dunklen Stunden Ihres Lebens hell macht, dass er auch Ihnen Hoffnung im Dunkel Geborgenheit schenkt. Einen gesegneten Advent und heute schon ein gnadenreiches und frohmachendes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.